Heute für euch, warum Draco Malfoy als Todesser scheiterte. Das und mehr jetzt in diesem Video. Es war immer der Traum von Draco Malfoy, ein Todesser zu werden. Aufgewachsen mit Geschichten über Lord Voldemort und seiner Vision der reinblütigen Zauberergesellschaft, wurde er im Glauben aufgezogen, dass Familien wie seine die reinblütigen, angesehenen Menschen überlegen sind und dass die Vermischung von magischem und Muggelblut eine schlechte Sache darstellt. Draco sehnte sich danach, eines Tages an der Herrschaft des Dunklen Lords teilzunehmen und dazu beizutragen, einen glorreichen Wandel herbeizuführen. Dies steht im starken Kontrast zu dem ängstlichen, nervösen Wrack von einem Jungen, den wir in der Saga auch kennengelernt haben. Ihr habt im Grunde die polaren Gegensätze gesehen. Daher bleibt die Frage, wo ist das alles für Draco schiefgelaufen? Er wollte nichts lieber tun, als seinen Vater stolz zu machen. Und doch, am Ende war er nur noch die gebrochene Hülle eines menschlichen Wesens, ernüchtert von der Katastrophe des Krieges. Im heutigen Video werde ich alles genau analysieren und diskutieren, was bei Draco Malfoy schiefgelaufen ist und wie der Druck, den Menschen um ihn herum zu gefallen, ihn an den Wendepunkt brachte, der wiederum dazu führte, dass er seine Identität komplett verlor. Draco kannte nur die Überzeugungen, die ihm selber eingeflößt wurden. Als Mitglied der Familie Malfoy, einer der ältesten Zaubererfamilien, waren die Malfoys Pioniere in ihren Bemühungen, eine reinblütige Zauberergesellschaft zu schaffen. Sein Vater Lucius war fest davon überzeugt, dass die Welt besser dran gewesen wäre, wenn der dunkle Lord Voldemort überlebt hätte. Unterstützt von Lucius als seinem Stellvertreter wurde Draco auferlegt, nur mit Leuten auf seinem Niveau zu verkehren. Die derzeitige Situation in Hogwarts, die Muggelgeborene immer noch unterrichtete, empfand er als Schande. Und Draco hätte eigentlich das Durmstrang-Institut in Osteuropa besuchen sollen, eine Schule, die keine Muggelgeborenen aufnimmt. Dracos Persönlichkeit war stark von seinem familiären Hintergrund geprägt und das zeigt sich in seinen ersten Jahren an der Schule. Er war ein Tyrann und gleichzeitig ein Stratege. Er versuchte sich mit Harry Potter anzufreunden, um noch mehr Aufmerksamkeit zu erlangen, indem er sich als Partner des Jungen, der überlebte, positionierte. Erinnerst du dich daran, dass Lucius zu diesem Zeitpunkt fragte, ob er vielleicht dazu bestimmt sei, Voldemorts Nachfolger zu werden? Doch erst als Harry seine Freundschaft ablehnte, sahen wir die erste wirklich böse Seite von Draco. Er schikanierte Ron Weasley, machte sich über Neville lustig und beleidigte Hermine Granger, indem er sich offen zur reinblütigen Kultur bekannte. Er war der Erste, der sie als Schlammblut bezeichnete und offen zu Harry und Ron sagte, dass er hoffte, Hermine würde ein Monster von Slytherin töten. Für mich war dies das erste deutliche Zeichen für Dracos bedingungslose Loyalität zu den reinblütigen Überzeugungen. Der Wunsch, dass ein anderer Schüler stirbt, nur weil er nicht das gleiche magische Blut hat, wie du es tust, deutet auf eine potenzielle Neigung zum Todesser hin. Er schikanierte und belästigte weiterhin seine Mitschüler, ganz wie sein Vater es mit den Einmischungen in den Angelegenheiten von Hogwarts tat. All das, wovon Draco geträumt hatte, trat schließlich ein, als der dunkle Lord am Ende seines vierten Schuljahres an die Macht zurückkehrte. Genau das, worauf Draco gewartet hatte. Das war sein Wunsch und auch der seines Vaters, dass der dunkle Lord endlich zurückkehren würde, um seine Angriffe auf die magische Welt fortzusetzen und sie in die reinblütige Gesellschaft zu verwandeln, die sie verdienten. Draco war nun endlich in der Lage, sich dem dunklen Lord anzuschließen und zu seiner Sache beizutragen. Er wusste, dass sie Menschen verletzen mussten, bedrohten und Gewalt anwenden mussten, und er glaubte, dass dies kein Problem darstellen würde. Schließlich war er es gewohnt, seine üblichen Mobbing-Opfer und Ziele zu verhexen und zu verfluchen. Also, was war so schwierig daran, sein Spiel für Ergebnisse zu öffnen, die tatsächlich von Bedeutung waren, das heißt Voldemorts Befehle richtig gut auszuführen? Ergebnisse, die weit über persönliche Befriedigung hinausgingen. Er sprach immer, aber wenn es darauf ankam, konnte er nicht die erforderliche Stärke, Reife und Gelassenheit zeigen, um eine Aufgabe zu bewältigen, die von ihm verlangt wurde. Ich glaube nicht, dass Draco erwartet hatte, so früh und so jung ins kalte Wasser geworfen zu werden. Er dachte wohl, er würde von Voldemort lernen und einem erfahreneren Todesser zugewiesen werden, um aus erster Hand zu erfahren, was wirklich von ihm erwartet wurde. Das Versagen seines Vaters spielte offensichtlich eine große Rolle dabei, dass Draco so schnell in die Verwicklung als Todesser geriet. Bald nach seiner Einweihung wollte der dunkle Lord Lucius bestrafen, indem er Draco zwang, eine Aufgabe zu erfüllen, von der er wusste, dass er versagen würde.
Dies würde Draco demütigen und höchstwahrscheinlich zu seiner eigenen schweren Bestrafung oder sogar zum Tod durch den Dunklen Lord führen. Draco fühlte sich schwer belastet von dem Gedanken an seinen Vater in Azkaban und dass der Name Malfoy all seine Glaubwürdigkeit verloren hatte. Er war entschlossen, sich vor Voldemort zu beweisen, indem er Albus Dumbledore tötete, um die Ehre seiner Familie wiederherzustellen und den Respekt zurückzugewinnen, den sein Vater verloren hatte. Anfangs war er der Herausforderung gewachsen. Er wollte den Schulleiter von Hogwarts töten, weil dies von ihm erwartet wurde. Hätte er es tatsächlich getan, wäre er ein hoch angesehener Todesser geworden und hätte sich einen Platz am Tisch verdient. Doch Draco hatte einiges erlebt. Er hatte den Zorn des Dunklen Lords gespürt und erkannte, dass er für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden würde. Er war sich bewusst, dass er kein Mörder war. Obwohl er viel wollte, fehlte ihm der Mut, das Leben eines Menschen tatsächlich zu beenden. Dies wurde deutlich, als er halbherzig Anschläge auf Dumbledore verübte, die alle scheiterten. Der Stress des Versagens und die Angst vor den Konsequenzen machten ihn im sechsten Jahr ängstlich und erschöpft, führten zu Gewichtsverlust und ließen ihn erwachsener wirken, als er wirklich war. Dies war nicht das Leben, das er sich vorgestellt hatte. Das war nicht die glorreiche Rückkehr von Voldemort, auf die er gehofft hatte. Die Zeiten waren dunkel und kalt, die Luft war schwer und Draco war ständig besorgt, dass seinen Eltern etwas zustoßen könnte, vor allem seinem Vater, der mit dem Dunklen Lord verbunden war. Innerlich wusste er, dass er niemanden töten konnte, aber die Konsequenzen für ihn wären verheerend. Ehrlich gesagt hat dieses Trauma Draco ziemlich gebrochen. Es brach seinen Geist und seine Persönlichkeit. Dies war seine erste und einzige wirkliche Erfahrung als Todesser. Zu diesem Zeitpunkt erkannte er, dass Voldemort ein Monster war, das jederzeit ausrasten konnte und dass seine Vorstellung von einer neuen Welt nicht der Realität entsprach. Er war sich bewusst, dass Dumbledore zu töten den Sieg des Dunklen Lords besiegeln würde, da Dumbledore der Einzige war, der in der Lage war, Voldemort aufzuhalten. Ich frage mich auch, ob Draco wusste, dass das Töten seine Seele spalten und seinen Übergang ins Jenseits beeinflussen würde. Zum Glück trat Severus Snape rechtzeitig ein und erledigte die Aufgabe für ihn, indem er Draco die unerwünschte Anstrengung abnahm. Zu diesem Zeitpunkt hatte Draco die Angelegenheit komplett abgehakt, aber er war sehr schlau. Er wusste, dass es Harry war, der die letzte und einzige Chance hatte, den Dunklen Lord zu besiegen. Draco wollte sich einfach nicht die Hände schmutzig machen, falls Harry tatsächlich gewinnen sollte. Das war ziemlich clever, aber auch irgendwie egozentrisch. Sicher ist, dass Draco nicht versucht hat, Harry vor Voldemort zu schützen, jedenfalls nicht direkt. Er wollte nur seine Eltern vor Schaden bewahren. Es ist irgendwie passend, dass dieser Gedankengang der gleiche war, den seine Mutter hatte, als sie Voldemort belog, um herauszufinden, ob Draco am Leben war. Es war wirklich ein Fall von Kopf gegen Herz, wenn es darum ging, dass Draco ein Todesser war. Und das ist meine Erklärung dafür, warum Draco Malfoy als Todesser versagt hat. Wie immer, wenn ihr irgendwelche zusätzlichen Meinungen habt oder denkt, dass ich etwas vergessen haben sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.